Einen wunderschönen, ja, man könnte sagen, Spätnachmittag, fast frühen Abend in einer wunderbaren Dekoration, wie Sie schon sozusagen für ein Abendsetting sitzen. Und das ist nicht unbedingt das, wo die Aufmerksamkeit nochmal in einem Vortrag mündet. Aber ich möchte sozusagen gerade deswegen Sie einladen, mit mir sich sogar noch ein bisschen zu entspannen und sich zurückzulehnen und ein paar Ausblicke zu wagen. Naja, also nicht in eine Glaskugel, sowas besitze ich nicht. Es wäre auch ziemlich blöd, weil wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie das mal getan haben, eine Glaskugel in der Hand gehalten und hineingeschaut, was Sie sehen ist, alles ist verzerrt. Ja, alles ist verzerrt. Also es ist eigentlich kein so ganz tolles Instrument, um in die Zukunft zu schauen. Was wir brauchen, um in die Zukunft zu schauen, sind im Grunde unsere Gehirne. Das ist eigentlich unsere Art, wie wir über die Welt denken, in der wir sind, und über die Welt nachdenken, in der wir leben. Und das ist viel wesentlicher, um Blicke in die Zukunft zu wagen. Und das Schöne ist ja, dass wenn man über Natur, über Gärten redet, über ja, das Grüne redet, das Draußensein redet, ist es ja etwas, das ja per se Zukunft hat. So viel schon mal vorweggenommen. Da kann man ja sehen, wie in den letzten 10, 15 Jahren die Idee des Gartens eine Idee geworden ist, die sich unheimlich in unserer Gesellschaft verbreitet hat, eine Idee geworden ist, die ganz wichtig geworden ist. Nicht, dass es erst seit 15 Jahren Gärten gibt, aber in dieser gesellschaftlichen Relevanz des Gartens, den der Garten heute hat, war das natürlich nicht festzustellen. Wenn Sie heute Diskussionen über die Zukunft führen, können Sie überhaupt nicht mehr vorbei an Themen wie Urban Gardening und dergleichen. Also diese Themen sind nicht mehr von der Agenda zu nehmen, wenn Sie über die Zukunft reden. Und das, muss man sagen, ist schon ein ganz starkes Zeichen. Genauso wie wenn Sie Bilder von der Zukunft, also Städte der Zukunft, ja, ich habe mal so ein Bild einer Stadt der Zukunft sozusagen mitgenommen, dann waren eigentlich die Bilder in der Vergangenheit immer so ähnlich, ja, so spacige Gebäude, die in den Himmel ragen und ganz tolle Formen vielleicht noch haben. Wenn Sie noch ein paar Jahrzehnte zurückgehen, waren die Formen dann noch gar nicht so toll, aber mittlerweile ist man da schon ein Stück weiter. Aber wenn Sie über Zukunft der Stadt reden, kommen Sie nicht umhin, solche Bilder zu zeigen. Ja? Und das finde ich spannend. Also eine Zukunft der Stadt ohne grüne Bilder ist nicht mehr vorstellbar. Und da muss man sagen, hat sich schon wahnsinnig viel getan. Man kann also nicht sagen, das ist einfach nur so hinzunehmen oder zu akzeptieren, sondern man muss sagen, wow, da hat sich wirklich in den letzten 10, 15 Jahren in dem Mindset der Gesellschaft, in dem Bewusstsein der Gesellschaft unheimlich viel getan. Natürlich auch dank diverser Hilfsmittel, ja. Weil wenn Sie sozusagen die Städter dann fragen, ob sie gerne einen Garten haben, dann sagt jeder, natürlich hat er gerne einen Garten, und so Urban Gardening ist eben ein großes Thema. Aber natürlich gibt es auch Hilfsmittel, die dafür sorgen, dass man nicht jeden Tag zum Gießen muss und dass man ein bisschen, wie sagt man so schön, convenient mit dem eigenen Garten sein kann. Ja? Also das ist schon eben nicht bei jedem, der dann auch gerne einen Garten hat, so, dass es sofort zum völligen Lebensstil wird und zur völligen Hingabe wird, sondern es ist eine Form von, ja, das hätten wir auch noch ganz gerne in unserem Leben, dass es eben auch ein bisschen grün ist und ein bisschen grüne Qualität hat. Was ja spannend ist, ist, wenn Sie jetzt also die Menschen zum Beispiel fragen, an welchen Orten sie sich am glücklichsten fühlen. Dann, das haben wir mehrmals gemacht, an welchen Orten fühlt man sich am glücklichsten? Sagen 32% in der eigenen Wohnung, 32% in der Natur, das ist unheimlich viel, 22% bei Freunden, 8% woanders und ganze 1% am Arbeitsplatz. Ja. Das ist in der, das ist deswegen interessant, weil die Relation dessen, wie viel Zeit ich wo verbringe, stimmt natürlich mit der Aussage nicht überein. Ja? Also durchschnittlich ist es so, dass Menschen, die in Mitteleuropa wohnen, also in unserem Umkreis wohnen, 95% ihrer Zeit
innerhalb von geschlossenen Räumen leben. 95% ihrer Zeit kommen die gar nicht an die frische Luft oder an die Luft. Ja? Also 95% unserer Zeit sind die Leute also innerhalb von geschlossenen Räumen, entweder ja, in Hallen wie diesen, in Autos, in Fahrzeugen, in zu Hause, im Büro, Flughäfen, Bahnhöfe, Züge, das sind alles geschlossene Räume. Ja? Und man kennt sozusagen das, was die Natur ist, vom Hinausschauen, aber es ist eine riesige Sehnsucht geworden, am glücklichsten. Diese so zugespitzte Frage haben wir natürlich ganz bewusst so zugespitzt, weil wir wissen wollten, wo sind die Extreme, wo lotet man das aus? Und es ist völlig egal, in welchen Altersgruppen Sie schauen, also das ist inzwischen, es ist in allen Altersgruppen im Grunde ähnlich gelagert. Und das heißt also, dass die Natur eine unheimliche Sehnsuchtskraft ausstrahlt, die die Menschen dazu bringt, dass sie sagen, da fühle ich mich am glücklichsten. Aber wie gesagt, eigentlich ist es fast schade, dass sie dann dort so wenig sind. Ja? Weil wenn sie da am glücklichsten wären, dann sollten sie eigentlich öfter hingehen. Aber so ist es halt dann mit dem Alltag nicht vereinbar. Aber damit ist es auch erklärbar, dass eine Idee des Gartens, des Grünen, der grünen Umgebung, der grünen Idee von Stadt zum Beispiel. Und wenn ich hier auch ein paar tolle Beispiele sehe von Gärten, die in den Städten sind, dann zeigt es das, ja, dass diese Kraft einfach da ist, dass eine moderne Stadt im 21. Jahrhundert offensichtlich eine grüne Stadt sein soll. Eine Stadt sein soll, die ja, Lebensqualität ins Zentrum rückt. Und ist das ein Rauschen, das ich auslöse? Nein. Okay, ich bleibe ganz ruhig, es ist nicht mein Rauschen. Und das finde ich schon mal sehr spannend. Ja? Wenn man, also mir ist dann ja immer wichtig, bleiben Sie ruhig stehen herum, das ist gut, dann rauscht es nicht. Mir ist dann immer ganz wichtig, also ein bisschen immer so diesen Blick in die Zukunft auch zu wagen, mit dem, wie haben wir denn in der Vergangenheit die Zukunft betrachtet, weil... Was nämlich interessant ist, ist, dass egal in welcher Epoche Sie sozusagen Zukunftsfragen gestellt haben, dass im Wesentlichen immer Technologie im Zentrum gestanden ist. Ja? Technologie als sozusagen der Träger der Zukunft. Ja, wenn man so ein paar Bildern von gestern, also wie sich die Menschen früher die Zukunft vorgestellt haben, dann technologisch vor allem, ja, also so auch sehr männlich, dieses männlich-technologische ist da im Mittelpunkt gestanden, im Zentrum gestanden. Und da gab es einen wunderbaren Film aus den 60er Jahren, den ich nur ganz kurz skizziere. In dem Film passiert also Folgendes, das geht ums Jahr 2000, 1960, das Jahr 2000, also 40 Jahre in die Zukunft schauen, ist schon ordentlich. Und da haben die einen Film gedreht, wo man eine Familie zeigt, die in der Früh von einem selbstfahrenden Auto abgeholt wird, zu Hause. Die Familie steigt also ein, das Auto fährt mit den Menschen los, sie müssen wieder hier rauf. sie werden hier ein bisschen auf und nieder müssen, glaube ich. Und dann haben wir die Situation, dass die Familie zum Büro des Vaters gebracht wird, also der steigt dann aus, geht ins Büro, dann fährt das Auto weiter, dann zur Schule, steigt das Kind aus, dann fährt das Auto weiter ins Shoppingcenter, da steigt die Frau aus. Ja? So, danach sehen Sie die Szene, dass die Frau wird wieder abgeholt, das Kind wird abgeholt, die fahren nach Hause, am Abend kommt sozusagen dann auch noch der Mann nach, alles mit dem selbstfahrenden Autos. Die selbstfahrenden Autos sind aber nicht das Einzige, da gab es dann schon Handys und Tablets und Navigationsgeräte und Leuchtstreifen auf den Straßen und so weiter. Also es gab also ganz viele Dinge, die es heute zum Teil gibt, vieles, was es auch nicht gibt. Und das Interessante ist aber, wenn Sie den Film in der Tiefe analysieren, kommen Sie drauf, dass der mit der technischen Realität von heute einiges zu tun hat, aber mit der sozialen Realität nimmer. Ja, weil wenn die dann zum Beispiel zu Hause sind und das ist ein hochtechnologisiertes Haus mit einem Wintergarten, dann schauen Sie mal ganz genau hin, was in der Freizeit der Mann macht und was in der Freizeit die Frau macht. Ja? Ja, also die Frau hat sozusagen auch in der Freizeit zu arbeiten, was in den Bildern der 1960er Jahre produziert ist. Ja? Das heißt also, dass wenn wir in die Zukunft schauen, und das zeigen uns eben diese Bilder aus der Vergangenheit, tun wir uns oft schwer, die sozialen Veränderungen mitzudenken,
die technischen, mit denen tun wir uns relativ leicht. Ja? Also da haben wir immer ganz große Ideen, wie Technik sich entwickelt. Aber in den 70er Jahren zum Beispiel, 80er Jahren, gab es keine Prognostik, die gesagt hat, oh, Urban Gardening wird mal der große Trend werden, weltweit. Das wird ein Riesenthema werden, die Leute wollen in den Garten rein. Na, man hat nur technologische Fantasien irgendwie projiziert. Und das ist die Herausforderung. Sie sagen, okay, wie, wenn wir in die Zukunft schauen, wie ist es, wenn wir das eine eben das Technologische sehen, das sich entwickelt und das natürlich unser Leben beeinflusst und verändert, aber eben nicht nur das Technologische sehen, sondern eben auch die Art und Weise, wie Menschen zusammenleben, ins Zentrum rücken. Und was wir feststellen können, ist, dass wir im Moment natürlich eine Zeit erleben, in denen viele Dinge eben nicht mehr so leicht nachvollziehbar sind, wie sie einmal waren und nicht mehr so, naja, wenn man es runterbrechen möchte, könnte man sagen, nicht mehr so ordentlich sind, wie sie mal waren. Ja? Also es ist, hat nicht mehr alles seine Ordnung, sondern es ist viel komplexer geworden, viel fluider geworden. Führt letztlich dazu, dass Menschen wie Markus Schröer, Zitate, wenn es um Raum geht, ja? Also hier spricht er über Raum und Nutzung von Raum und spricht dann von einer Gesellschaft, die fortgeschritten ist, wenn sie konturlos ist in ihren territorialen Grenzen. Das ist auch interessant. Was meint er denn damit? Damit meint er einfach, dass eine fortgeschrittene Gesellschaft sich nicht mehr so sehr an ganz klassisch abgeschnittene Grenzen hält, sondern völlig neue Formen von Vergemeinschaftung bildet, wie zum Beispiel tatsächlich in den Gartenszenen ja weltweit zu sehen ist. Bleiben wir mal bei dem Beispiel dieser urbanen Gärten, die eben nicht nur Einzelbepflegungen haben, sondern die letztlich immer oder fast immer von Gruppen in irgendeiner Form gepflegt werden und damit zu völlig neuen Gemeinschaftsprozessen führen, die so quasi nicht vorgesehen waren. In einer klassischeren Welt ist es so, dass jeder sein Gärtchen hat, ja? Sein Schrebergärtchen vielleicht sogar hat. Aber das ist genau der Punkt. Diese Form von Gemeinschaften sind es, die die Zukunft viel mehr prägen, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Oder wenn Sie die Nutzung von Wohnungen sich mal heranführen. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff Airbnb schon geläufig ist. Manche von Ihnen werden damit schon gereist sein sozusagen und damit schon Zimmer reserviert haben. Manche ist es vielleicht noch nicht so bekannt. Airbnb ist, um es ganz kurz zu machen, einfach ein Service, eine Internetplattform, die es privaten Menschen ermöglicht, ihre Wohnung für andere zur Verfügung zu stellen. Für Geld natürlich, also es ist wie in Österreich, hätte man früher gesagt, wie Vermittlung von Ferienwohnungen, aber es ist eben nicht nur die Ferienwohnung, es ist eigentlich mehr, es ist ja letztlich die private Wohnung oder die Couch oder ein Zimmer, das man da vermieten kann. Jedenfalls ist das ein tatsächlich sehr globaler Trend geworden, das Nutzen von anderen Wohnungen und als statt dem Hotel sozusagen. Ja. Und das ist insofern interessant, weil es auch mit dem Zitat viel zu tun hat, also diese territorialen Grenzen. Ich war unlängst in Aachen beim dort ansässigen Bodeninstitut, also Institut für Bodenforschung, die unter anderem auch für die DIN-Normen verantwortlich sind, für die Überprüfungen von DIN-Normen verantwortlich sind. Und die sagen, wenn das so ist, wie Sie das sagen, Herr Gatterer, dann haben wir ja ein Problem, weil dann wissen wir nicht mehr, ist dann eine private Wohnung, die dann aber sozusagen vermietet wird, eigentlich öffentlicher Raum oder privater Raum? Weil dementsprechend gilt entweder die oder die Norm. Ja? Und das führt uns tatsächlich vor Probleme. Und da müssen wir ja die Normen neu denken. Ja? Und tatsächlich, das ist das, was damit zum Beispiel gemeint ist. Und dass das weiter gediehen ist, als man glaubt, ist eine kleine Geschichte. Letzte Woche war in Singapur eine große Konferenz von Geschäftsführern und Vorständen von großen Unternehmen weltweit, da waren 400 Leute dort und auf der Bühne einer der Gründer von Airbnb, der dann sagt, und die Moderatorin sagt, ja, bitte stellen Sie unserem Publikum doch einmal kurz vor, was Airbnb eigentlich ist und was sie machen. Und die Moderatorin dreht sich zum Publikum und sagt, wer von Ihnen nutzt denn Airbnb schon? Ja? Und dann haben über die Hälfte der Menschen der Vorstände dieser Welt sozusagen aufgezeigt und gesagt, wow, ich nutze das schon, und ein Raunen ging durch den Saal. Warum ich die Geschichte erzähle, ist, weil das ist die Geschichte, die
an einer Zweitageskonferenz übergeblieben ist. Das ist die Geschichte, über die nachher alle gesprochen haben. Was, das ist wirklich schon, du nutzt es auch. Natürlich kam auch der Treppenwitz zur Sprache. Ah, du kannst da auch kein Zimmer mehr leisten. Ja. Aber das ist eben nicht alles. Das heißt also, was Sie da feststellen können an diesen kleinen Beispielen, ich erzähle Ihnen ja nur kleine Beispiele, ist, dass sich die Welt dort tatsächlich auf einer Ebene verändert, die fundamentaler ist und die auch für viele Menschen natürlich etwas erzeugt, das auch nicht so einfach ist, nämlich Unsicherheit, Verständnis für wie funktioniert denn die Welt dann wirklich, wie geht denn das dann wirklich, was gehört wie zusammen. Und diese Unsicherheiten erzeugen sozusagen Zukunftsängste, was auch interessant ist, weil wir haben im deutschsprachigen Raum eine deutlich höhere Zukunftsangst als in vielen anderen Kulturen. Also selbst innerhalb von Europa differenziert es schon sehr stark, aber wenn Sie dann mal nach China zum Beispiel gehen, nach Asien generell, aber nach China auch gehen, dann erleben Sie dort Menschen, die sagen, Future is sexy. So, ja, Future is sexy. Das würde sich bei uns ja niemand sagen trauen. Zukunft ist super. Ja. Bei uns aber so, ja, schauen wir mal über die Herausforderungen, da müssen wir irgendwie schauen, dass wir die hinkriegen und wird es wohl gut gehen und da fahren wir sowieso an die Wand. Das sind sozusagen eher die Aussagen, die Sie bei uns hören. Wir haben also eher eine Zukunftsskepsis in unserer Gesellschaft. Andere, wie gesagt, Gesellschaften sehen das also ganz anders. Und das ist spannend, also vor dem Hintergrund, dass die Welt sich eben tatsächlich in ihren Grundstrukturen verändert, in der Art und Weise, wie Menschen zusammenleben, letztlich auch verändern wird, ist diese Unsicherheit natürlich eine, die eine Rolle spielt, wenn man über Zukunft nachdenkt und eine gar nicht so unwesentliche Rolle. Und der Ort, warum ich Ihnen das überhaupt erzähle, ist, und der Ort, Orte an sich haben innerhalb dieser Zukunftsüberlegungen eine ganz vehemente Rolle, weil Orte immer überschaubar bleiben, weil Orte immer eine gewisse Sicherheit bieten, weil sie eine gewisse Erdung bieten. Und es ist jetzt egal, ob es ein Garten ist oder eine Wohnung oder ein Haus. Orte bieten sozusagen eine gewisse Atmosphäre, in die man als Mensch eintauchen kann. Und deswegen sind Orte für die Zukunft extrem wichtig, auch wenn wir in einer Welt leben, wo ganz viel digital passiert. Aber dieser Zugang zu Orten, der hat sich heute verändert bei den Menschen. Wenn Sie heute überlegen, wie viel, nochmal das Thema Digitalisierung als Beispiel. Die Digitalisierung hat zum Beispiel gebracht, dass die Menschen, wenn sie sich ein Hotel aussuchen, ich glaube, wahrscheinlich fast mehr Stunden damit verbringen, sich Hotelzimmer im Internet anzuschauen, wie Zeit, die sie dann im Hotel selber verbringen. Ja? Also es ist ja gigantisch. Ja, die Leute schauen sich ein Zimmer nach dem anderen an, ein Bett nach dem anderen, ein Bad nach dem anderen und überlegen sich, ob das wohl eh passt und ob das wohl super ist und ob das wohl schön ist und ob man da gut liegt und so weiter. Ja? Aber ja, so viel Zeit ist man dann ja gar nicht drin in diesem Hotel. Ja? Aber das ist sozusagen, das ist das, was die Digitalisierung tut. Oder Dinge wie Google Sky, Street View, wo sie sagen, man schaut sich egal schon, wo man dann irgendwann mal hinfährt, alles vorher an, damit man es schon einmal gesehen hat, wenn man dann dort, weil man könnte sagen, früher war es einfach cool, wenn man mal irgendwas Neues gesehen hat. Ja? Heute wollen sie die Leute nichts Neues anschauen, sondern wollen sich das anschauen, was vorher sozusagen im Internet gesehen und dann live anschauen. Ja? Und das verändert es. Also sozusagen den Umgang mit Orten verändert es, aber die Bedeutung steigert es. Wir nutzen heute deutlich mehr Orte als jemals zuvor, deutlich mehr unterschiedliche Orte als jemals zuvor. Also die Mobilität, in der wir leben, führt also dazu, dass wir viel mehr Orte nutzen können. Also viel mehr Orte auch definitiv benutzen. Das wiederum führt dazu, dass wir uns über Orte, die wir machen und gestalten, und es sind ja auch viele Gestaltungen in Ihnen, natürlich auch genau diese Gedanken machen müssen. Und ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Wenn Sie in eine Schule gegangen sind im Jahr 1910, dann hat es so ausgeschaut. Wenn Sie in eine Schule gegangen sind 2010 oder auch 2015, ist ja egal, schaut es halt so aus. Was hat sich verändert? Kaum was. Kaum was hat sich verändert. Das heißt, die Hardware hat sich kaum verändert, obwohl das, für das die Menschen ausgebildet werden, sich fundamental verändert hat, weil sich die Welt verändert hat. Aber die Hardware sozusagen hat sich nicht verändert. Wenn man dann in tatsächlich moderne Schulprojekte geht, wenn man dann in moderne Schulprojekte geht, das will nicht, okay, ich zeige Ihnen das, dann sehen Sie, dass die Orte anders gemacht werden.
Ja, dass es eben nicht nur diesen einen Ort gibt, wo dann jemand vorn steht und den anderen erzählt, wie es zu gehen hat, sondern es ist ein Ort der intuitiven Begegnung, des intuitiven Anwendens. Es ist ein Ort, des, wo Zufall und Ad-Hoc-Meetings und Veranstaltungen eine Rolle spielen können. Es ist eben nicht ein so abgegrenzter Ort, da sind wir wieder. Ja? Die Konturen lösen sich auf. Es ist eben nicht ein abgegrenzter Ort, sondern da ist nur das und da ist nur das, sondern es fließt ineinander und kann stattfinden. Das ist aber noch die totale Ausnahme. Also das ist das, die Universität in Lausanne, die ein solches Zentrum errichtet hat. Das ist noch die totale Ausnahme. Aber das ist es, wo wir hin müssen, wenn wir über Bildung der Zukunft und die Hardware dazu nachdenken. Und Sie können über eine Zukunft nicht nachdenken, ohne über die Hardware mit nachzudenken, sozusagen. Ja? Also wir können nicht sagen, wir machen wie in der Schule einfach schöne Lehrpläne und die machen wir, passen wir an das neue, an die neuen Bedürfnisse und die Leute sitzen drinnen wie vor 100 Jahren. Ja? Das geht sich nicht aus. Das heißt also, wir müssen wesentlich intensiver über die Form der Nutzung von Raum nachdenken und die Unterschiede. Also wie gesagt, noch nie haben wir so viel unterschiedlichen Raum für unsere sowohl beruflichen wie privaten Anliegen genutzt. Ich meine, dass mal jemand mit dem Handy irgendwo in einem Garten sitzt und arbeitet, ist einfach keine Seltenheit mehr und Sie wissen das. Und das ist aber sozusagen in den meisten Fällen eigentlich nicht die Idee. Ja? Und diese Idee sozusagen der Fusionierung der unterschiedlichen Ortskonzepte ist wichtig. Und noch ein Beispiel, wie Orte auf uns wirken, das ist ja sehr unbewusst. Deswegen ist ja sozusagen die Sehnsucht nach der Natur so groß, weil es eine unbewusste Qualität ausdrückt. Und was Sie hier zum Beispiel sehen, ist ein Experiment aus der Kognitionswissenschaft, das ich einfach schön finde, weil es so schön zeigt, wie Orte wirken unbewusst auf uns. Also hier links sehen Sie Bilder, die wurden in einer Teeküche, in einem Londoner Büro, wurden die installiert. Über 10 Wochen hinweg wurden die Bilder verändert. Ja? Jede Woche ein anderes Bild. Und in dieser Küche, also man hat es auch vielfach wiederholt, und in dieser Küche ist es so, dass es üblich ist, dass die Menschen den Betrag, den sie für das Getränk, das sie nehmen, dass sie den Betrag selbst und freiwillig geben. Also da ist nichts vorgeschrieben, sondern man sagt, okay, so und so viel Geld gebe ich da jetzt für diese Milch. So, oder für den Tee, hier ist es die Milch. Und was Sie sehen rechts, ist sozusagen die Statistik, wie hoch die Beträge sind in dieser Woche im Schnitt, die ausgegeben wurden für dieses Getränk. Ja. Über 10 Wochen geht das Experiment und Sie sehen, das beginnt oben mit Blumen, mit ganz sanften Blumen. Der Betrag ist sozusagen mittelhoch, könnte man sagen, sobald die Augen eingesetzt wurden. Und die Leute haben das ja nicht bewusst erlebt. Ja? Also man ist sozusagen in den Raum gegangen, in die Küche, wie immer, und hat das ja nicht gesagt, heute ist das Bild anders und die Augen, ich muss mehr Geld ausgeben. Sondern die Leute haben einfach da mehr Geld ausgegeben bei diesen Augen. Bei den Blümchen sozusagen wieder deutlich weniger, bei den sanften Augen von Frauen offensichtlich auch ein bisschen weniger. Und dann geht es halt weiter hinunter und sie sehen immer das gleiche Muster, bis die patriarchischen starren Augen sozusagen kommen, die dann offensichtlich allen so viel Angst einflößen, dass sie alle die Götter ganz weit auftun. Ja? Und das alles unbewusst. Ja? Niemand ist da gestanden und gesagt, schau mal auf das Bild, was würdest du denn tun mit dem Fragebogen gar? Na? Man hat das einfach beobachtet. Und ist aufgrund dieser Beobachtung einfach haben wir gesehen, wie unbewusst sozusagen Umgebung auf einen wirkt. Und diese Kompetenz, um über die Zukunft zu sprechen, diese Kompetenz, die wird zunehmen in der Gesellschaft. Und zwar von beiden Seiten wird die zunehmen. Von denen, die gestalten, aber auch von denen, die Raum benutzen. Nämlich die Kompetenz, die Frage, was macht ein Raum mit mir? Was macht ein Raum mit mir? Und nicht umsonst sind es, wenn Sie heute schauen, was zum Beispiel neue touristische Konzepte sind, wo es darum geht, Menschen sozusagen wieder neu anzusprechen, neu zu begeistern, jenseits der klassischen, tradierten Muster von Tourismus. Ich bin ja übrigens ein Verfechter davon, dass man über Tourismus überhaupt nicht sprechen sollte, falls touristische Vertreter heute auch da sind. Also wenn Sie über die Zukunft von Tourismus nachdenken wollen, dann vergessen Sie den Begriff des Touristen und des Tourismus an sich, weil die Menschen wollen nicht mehr Touristen sein. Ja? Das ist ja fast eine Beschimpfung, wenn ich zu Ihnen sagen würde, Sie sind auch Tourist, wunderbar. Ja? Also wenn Sie zu mir kommen würden und Sie würden fragen, Herr Gattra in Wien, wo würden Sie mich denn da zum Essen, was würden Sie mir empfehlen? Und ich sage, ja, ich habe da ein tolles Touristenlokal. Da würden Sie sicher nicht hingehen. Ja? Und deswegen
Es geht also nicht um Tourismus, sondern es geht um echte Bedürfnisse von Menschen, Erdungsbedürfnisse von Menschen, also sich zu erden in einer Welt, die nicht mehr so leicht zu ordnen ist, zu schlichten ist, zu clustern ist für die Menschen, für das, was sozusagen im Kopf letztlich dazu führt, dass sie eine gewisse Form von Unbekümmertheit haben. Wenn Sie zum Beispiel mit Ärzten, vielleicht sind ja auch Ärzte hier, wenn Sie mit Ärzten und Psychologen reden und Sie fragen, was führt denn eigentlich zu Entspannung? Was entspannt die Menschen so richtig? Ja? Dann ist es nicht der Wellnesspool und was weiß ich, was alles so Massagen vielleicht und solche Dinge, sondern was die Menschen entspannt, ist, wenn sie unbekümmert sein können. Unbekümmert sein können. Ja? Das ist sozusagen eine ganz wesentliche Basis für entspannt sein. Jetzt ist die Frage, wie oft im Leben kann man unbekümmert sein, wenn man sich permanent Sorgen um irgendwas macht? Ja? Also das ist, und diese neue Idee von Destinationen ist es eben, diesen Bezug zu setzen von modernem Leben, 21. Jahrhundert, 21. Jahrhundert Architektur, archaisch umgesetzt und mitten im Nirgendwo zum Beispiel. Ja? Also wie hier in Norwegen oder auch in den Städten. Ja? Es geht also, das ist ein Gebäude in Berlin, das nächstes Jahr realisiert wird. Also die Idee, Orte zu erzeugen, die eben diese archaische Sehnsucht nach Erdung, nach Überblick und Unbekümmertheit ausdrücken können. Und das geht nur, wenn Sie die Natur zu 100% mitnehmen. Das können Sie nicht machen, wenn Sie artifizielle Räume schaffen. Das geht also nicht. Sie können also nicht nur in künstlichen Welten leben, sondern wir brauchen sozusagen das, was wir schlichtweg Natur nennen. Das hat auch so eine Kraft von Einfachheit, weil wenn Sie sagen, einfach, und das habe ich tatsächlich mit meiner Familie auch sehr gerne getan, wenn Sie nur durch diesen Garten spazieren hier, dann kommen Sie automatisch runter. Sie wissen das ja alle, Sie beschäftigen sich ja alle damit. Für die Menschen da draußen ist es sozusagen etwas wie die Macht des Einfachen, das Einfache, das Greifbare, das Überschaubare, das Feinjustierbare. Diese Sehnsucht sehen Sie, egal wo Sie hinschauen, ich gehe da ein bisschen schneller drüber, weil es nicht so wichtig ist, im Detail das alles zu sehen, sondern es geht um die Botschaft. Wenn Sie zum Beispiel heute sich anschauen, wie Coworking Spaces eingerichtet werden. Coworking Spaces sind Orte, an denen sich vor allem, würde ich mal sagen, aber nicht nur, ja, jüngere Menschen, die oft selbstständig sind, aber auch nicht nur, einen Schreibtisch mieten oder zwei Schreibtische mieten, um mit anderen gemeinsam in einem Raum zu arbeiten. Also Coworking Spaces, auch eine der Fahrer. Also das Thema des Co, Sie merken das schon, Co-Gardening, Coworking Spaces, Co-Homing, das sind alles so Begriffe, die einfach zeigen, dass es um die Sehnsucht der Verbindung geht, des neuen so gemeinsamen Erzeugens und Erschaffens. Und wenn Sie in diese Gemeinschaftsarbeitsräume gehen, werden Sie feststellen, dass in diesen Räumen, in denen tatsächlich so generell eher jüngere Menschen arbeiten, fast nichts wirklich an Technologie erinnert. Ja? Also klassischerweise ist es so, wenn man Menschen wenn sie zum Beispiel in der Büromöbelindustrie nachfragen, sagen, wie muss denn ein Arbeitsraum für die jungen Menschen ausschauen, dann antworten die alle mit, ja, da muss ganz viel Screens geben und die müssen auf Knopfdruck die Tische hoch und niederfahren und so weiter. Das stimmt aber einfach nicht. Ja? Wenn Sie hingehen, wo Sie arbeiten, dann sehen Sie, dass es einfach Paletten sind, die aufeinandergestellt sind, dass es Kreidetafeln sind, die bemalt und beschmiert werden können, wo es eben nicht darum geht, dass da auch noch überall Technik und Technologie ist und das alles sozusagen darin mündet, dass es sozusagen per Touch Bewegung irgendwie sich in Bewegung setzt. Sondern es ist wiederum diese Berührung mit dem Ort, diese Identifikation mit dem Ort, die über das Material und über die Oberfläche geht und nicht sozusagen die Berührung mit der Technik, weil wer heute unter 25, 30 ist, hat sozusagen sein Smartphone ja sowieso mit dabei und viele, die da drüber sind, auch mittlerweile. Ja. Und die brauchen dann nicht nur technische Umgebungen, wo dann alles nur blinkt und Screens sind und so weiter. Das heißt, auch da die massive Sehnsucht nach dem archaischen, greifbaren, ja, man könnte vielleicht sogar, wenn man es so will, erdigen. Was Sie auch sehen, ist in der, wir sprechen immer noch über Orte und wie sie benutzt werden, also was Sie auch sehen, ist in der Nutzung von Orten, dass Orte, die es schon lange gibt, wiederentdeckt werden. Also
Das ist zum Beispiel ein Trend, den wir weltweit feststellen, dass Bibliotheken mehr besucht werden, deutlich wieder mehr besucht werden. Ja, Bibliotheken. Jetzt ist es eigentlich auch ein Widerspruch, weil eigentlich müsste man sagen, ja, wenn es alles digital ist, so permanent am Smartphone lesen, warum geht noch jemand in der Bibliothek? Wegen der Atmosphäre. Weil es kaum einen Ort gibt, vor allem in einer Stadt, wo Sie eine so konzentrierte Atmosphäre erleben können, wie in einer Bibliothek. Kaum. Ja? Also früher hat man immer gesagt, wenn man mal aufs Klo gegangen ist, das ist das stille Örtchen, das stimmt ja nicht mehr. Ja? Am stillen Örtchen hucken sie alle da mit ihren Smartphones und bombardieren sich sozusagen das Hirn voll. Und das ist einfach so, ja? Da ist ein echter stiller Ort, ein Ort der Stille. Ja? Eine Bibliothek ist ein Ort der Stille. Deswegen laufen die Leute dahin weltweit. Ist das eine Bewegung, die feststellbar ist. Genauso wie es zum Beispiel noch nie wurden so viele Schallplatten verkauft wie letztes Jahr. Ja? Noch nie wurden so viele Schallplatten, wirklich Schallplatten, physisch verkauft wie letztes Jahr. Ja? Also das ist gigantisch. Man hat sozusagen Sie merken schon, die Aussage ist relativ eindeutig. Dieses Greifbare, diese Gegenwelt, die sich sozusagen auftut, beziehungsweise eben nicht Gegenwelt. Ich glaube, das Falsche ist, wenn man das sozusagen als Gegenwelt zum Digitalen bezeichnet, sondern es ist eigentlich eine Fusion dessen. Ja? Eine Welt, in der man sowohl als auch erlebt. Das Digitale und das Analoge. Weil auch an diesen Orten haben die Leute natürlich ihr Smartphone dabei. Wie im Übrigen ja permanent. Also wenn sie zum Beispiel, weil man ja immer auch sagt, die jungen Menschen, das höre ich so oft, deswegen erlauben Sie mir eine kurze Geschichte dazu. Die jungen Menschen mit ihrer Technologie in ihren Screens und nur hängen sie am Handy, das ist ja gar nicht mehr so. Wenn sie heute auf einer, egal, ich bin ja auf vielen Konferenzen und egal auf welcher Konferenz sie sind, und da hocken dann alle die Manager mit ihren Smartphones rum, ja, und ihren Tablets meistens, ja, und sind die ganze Zeit am irgendwie da an dem Ding dran, ja. Und dann habe ich mich mal gefragt, warum ist das eigentlich so und warum gibt es da keine Distanz mehr, ja. Und dann ist es tatsächlich so, dass mir klar geworden ist, alle nutzen permanent E-Mail. Also wenn Sie heute in egal welcher Tagung, wo Sie sind, sagen, nutzen Sie permanent E-Mail, sagen im Grunde immer alle auf. Ja? Und dann sage ich, okay, was mir aufgefallen ist, dass so, es gibt so einen Rhythmus, der ist so um die 20 Minuten. Ja? 20 Minuten halten es die Leute aus, ohne dass sie ihr E-Mail checken müssen. Danach wird es schon schwierig, ja? Da werden die Leute schon nervös oder man schaut zumindest einmal kurz drauf, tut es wieder rein, ja, so 20 Minuten. Ja? Deswegen ist ja das, wenn Sie irgendwo hinfliegen, merken Sie ja, sobald der Flieger unten ist, zack, zack. Ja? Das ist so, ziehen alle ihre Kolte. Ja? Weil das hat dann mindestens eine Stunde gedauert und das ist schon ewig. Ja? Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Konferenz, zücken alle 20 Minuten das E-Mail und nach einer Stunde kommen Sie drauf, niemand hat Ihnen eine E-Mail geschrieben. Niemand hat Ihnen eine E-Mail geschrieben. Sie haben eine Stunde dreimal drauf geschaut und niemand hat Ihnen eine E-Mail geschrieben. Wissen Sie, was die Leute als erstes machen? Die gehen zum Konferenzverantwortlichen und sagen, euer Internet funktioniert nicht. Ja? Euer Internet funktioniert nicht. Das ist die erste Frage, weil es kann ja nicht sein, dass mir jemand eine Stunde lang keine E-Mail geschrieben hat. Warum? Weil man so gewohnt ist, dass man permanent gestört wird. Weil E-Mail tun nichts anderes. Ja? Ein E-Mail stört Sie bei dem, was Sie eigentlich gerade vorgehabt haben zu tun. Da stört Sie Ihre E-Mail. Das tut nichts anderes. Ja? Natürlich, außer Sie warten auf eine wichtige Information, aber fast jede Information ist wichtig. Und das heißt also, gestört sein durch E-Mail ist etwas, was uns Menschen mittlerweile befriedigt. Könnte man so sagen. Ja? Wenn uns das also befriedigt und das uns ein gewisses Glückmoment erzeugt, sagt, ah, doch ein E-Mail gekommen, wunderbar, man hat mich noch nicht gefeuert und nicht vergessen, dann passiert also Folgendes, dass sie sagen, okay, und ich habe ja so viele Menschen gern. Und wenn das ist, was Menschen glücklich macht, dann schicke ich ihnen einfach doch auch eine E-Mail, oder? So. Und dann schreiben die Leute eure E-Mails, weil halt also das E-Mail die Kommunikationsform ist. Aber man schreibt nicht nur E-Mails, um Menschen glücklich zu machen, weil man will ja viele Menschen glücklich machen. Man schreibt E-Mails dann immer auch in CC, ja? Weil wenn es in CC geht, geht es an viele und wenn es an viele geht, sind viele Menschen glücklich und werden gestört bei dem, was sie eigentlich gerade vorhaben zu tun. Und das macht uns glücklich. Und das ist das, was uns dazu führt, dass wir eigentlich nervös werden. Ja? Das heißt, Menschen, die den ganzen Tag E-Mails nutzen, sind eigentlich nervös.
Und zwar permanent nervös, weil sie die Ruhe gar nicht mehr haben. Ja? So, und in die Ruhe zu kommen, wird eine große Aufgabe sein, tatsächlich der nächsten Jahre. Die jüngeren Generationen im Übrigen sind doch gar nicht mehr so. Ja? Die nutzen halt viele Kanäle, sind sowieso ständig online. Bei denen hört es eh nicht mehr auf. Ja? Aber die sind damit aufgewachsen. Ihr Hirn hat sich auf das schon völlig anders kalibriert und eingestellt. Das ist eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Idee von Nutzung von diesen Medien. Eigentlich hätte ich irgendwas über Wohnen und Gärtner erzählen sollen. Gell? Aber ich schweife ab, aber Sie merken, das ist das, was das Ganze letztlich beeinflusst. Ja? Wenn Sie heute darüber nachdenken, wie Sie in Zukunft wohnen, dann geht es eben nicht so sehr darum zu verstehen, nur die Architektur sich anzuschauen und welche Möglichkeiten in der Materialik es gibt, nur die Gärten sich anzuschauen und sagen, okay, welche Gestaltungsformen gibt es, sondern die soziale Dimension mitzunehmen und die Bedürfnisse der Menschen in Zukunft zu antizipieren. Also zu verstehen, wo die Brüche sind im Unterschied zu dem, wie wir heute leben und wie wir heute sozusagen unser Leben gestalten. Und die Bedeutung von Orten, um das damit abzuschließen, ist eine, die sich tatsächlich in Zukunft erhöht. Also Orte werden wichtiger, weil wir uns in einer Welt leben, die hochkomplex ist, deren Grenzen sich verschieben und dann immer zurückschirmen lassen. Es gibt oft Erhöhtes, ja, und also man hat ja so ein bisschen eine Sehnsucht, dass es ein bisschen einfacher wieder wird. Aber es wird nicht einfacher. Also es wird nicht einfacher im Sinne von weniger komplex. Es wird nur dann einfacher, wenn man mit der Komplexität lernt, umzugehen. Also das ist sozusagen etwas, was man tatsächlich versprechen kann. Also unsere Welt ist komplex und bleibt komplex und wird komplexer. Und es wird nicht weniger. Wie gesagt, es ist eher die Frage der Entspannung ist die Frage, wie sehr kann und möchte ich damit umgehen. Und Sie können das übrigens auch sehen in den Wohnungen und wie Menschen Wohnungen gestalten, um beim Thema wieder ein bisschen zu bleiben, wie sich es vom Einfachen ins Komplexe entwickelt hat. Grundrisse, ja, also die Geschichte des Wohnens in ganz wenigen Grundrissen, ich will sie heute auch nicht überstrapazieren, vom Einraumgrundriss, irgendwann haben wir Räume entwickelt, also unterschiedliche Funktionen innerhalb von Räumen zugewiesen und dann dementsprechend die Mauern danach gebaut. So die Dekade der letzten, ich würde mal sagen 15 Jahre, ist die der, ich habe das mal genannt, Auflösung, wo wir Wände herausgegrissen haben, ja, zwischen Küche und Wohnraum, also moderner Wohnraum, da finden Sie ja im Grunde keine Wand mehr zwischen Küche und Wohnen, Schlafzimmer und Bad fusionieren, aber was auch interessant ist, in den letzten 15 Jahren entstanden, dass Sie kein Wohngebäude errichten können, ohne einen Blick in die Natur zu etablieren. Ich meine, das ist natürlich beim sozialen Wohnbau, werden jetzt viele sagen, schaut das immer anders aus, aber die Idee ist es. Was ist die Grundidee des Wohnens? Auch einen Bezug zum Freiraum, einen Bezug zum Außen zu haben. Aber, und das ist wiederum wichtig zu verstehen, das ist etwas, das tatsächlich auch erstmal sagen, die Öffnung ist. Ja, man rausschauen, heißt noch nicht draußen sein. Wie wir wissen, sind die Menschen nicht so sehr viel draußen. Wenn wir jetzt in den Umbruch schauen, in dem wir gerade sind, wie Wohnungen jetzt gestaltet werden und in den nächsten Jahren gestaltet werden, dann hat es viel damit zu tun, dass natürlich das Draußen einen ganz wesentlichen Teil des Drinnen ausmacht, also der Bezug von außen, innen, von Natur und Innenleben ist wichtig und die Aufteilung der Räume findet nicht mehr so sehr statt nach fixen Zuordnungen, natürlich gibt es immer Anschlüsse etc., das wissen wir, aber es findet eher nach Bedürfnissen statt, also eher die Frage, wo sind welche Bedürfnisse gelagert, wo will man Kommunikation machen, wo will man arbeiten, wo erlebt man sozusagen das, was einem wichtig ist, Ernährung. Ich habe hier auch Logistik stehen auf diesem Chart, warum? Logistik deswegen, weil wenn Sie heute schauen, wie viele Gegenstände die Menschen zu Hause haben, das ist gigantisch. Das können Sie, wenn Sie morgen Abend nichts zu tun haben, können Sie das mal an sich selbst versuchen. Im Selbstversuch brauchen Sie aber mindestens eine Flasche Rotwein dazu, weil wenn Sie mal beginnen, Ihre Gegenstände zu zählen, ja, die Sie in Ihren eigenen vier Wänden unterbringen, dann brauchen Sie mal mindestens eine Flasche Rotwein. Und es wird also zwischen, je nachdem wie groß Ihr Haushalt ist, 15.000 und 25.000 Gegenstände sein. Ja. In Deutschland spricht man mittlerweile davon, dass 32 Milliarden Euro an Gegenständen in deutschen Haushalten gelagert ist, die nicht mehr verwendet werden. Gegenstände, die nicht mehr verwendet werden. Ja, im Wert von 32 Milliarden Euro in Deutschland.
Gut, also Logistik ist einfach ein Riesenthema, Ernährung, wie gesagt. Bei der Ernährung ist auch interessant, weil der Bezug zur Natur hat viel mit unserem doch relativ fundamentalen Wandel in der Ernährung zu tun. Ernährung ist etwas, das sehr viel mit den Lebensumständen zu tun hat. Wie ernähre ich mich, was habe ich für Möglichkeiten? Wenn Sie die Nachkriegsgeneration hernehmen, dann war Ernährung ein Mangel, Fleisch ein absoluter Mangel. Das war also, da hat sich ergeben, dass es was Besonderes ist, wenn dann auch das Fleisch am Tisch, alles was am Tisch kommt, war was Besonderes. Hat ja auch zu so Sprüchen geführt, ist, was bei uns am Tisch kommt, wird gegessen. So, ja. Manche kennen das vielleicht noch von zu Hause. Und das kommt natürlich aus einer Mangelbetrachtung. Wir sind aber schon seit doch etlichen Jahren nicht mehr im Mangel, sondern im Überfluss. Wir sind eigentlich in einer Situation, ich kriege schon sozusagen die ersten Zeitzeichen, keine Sorge, also ich hab's gleich. wir sind sozusagen in einer Überflusssituation. Ja, wenn Sie heute in einen Supermarkt gehen, haben Sie bis zu 50.000 Produkte zur Auswahl. Bis zu 50.000 Produkte. Die Menschen, die regelmäßig einkaufen gehen, und das sind in der Tat noch meistens die Frauen, die das regelmäßig machen, die haben so 5 bis 7 Rezepte im Kopf, in denen sie dann einkaufen. Das können Sie dann feststellen, egal ob Mann oder Frau, wenn Sie heute am Abend nach Hause gehen, den Kühlschrank aufmachen, machen Sie mal ein Foto, vergessen Sie es, ja, und in 3 Monaten machen Sie wieder auf, machen Sie wieder ein Foto. Schauen Sie mal, was sich geändert hat. Ja. Also meistens sind ziemlich die gleichen Sachen, ich hoffe nicht die gleichen, aber so, Sie wissen schon, so ähnliche Bestückung drin. Und das kommt eben daher, dass wir sozusagen in einem völligen Überfluss einerseits leben, aber uns schwer tun mit Auswahl. Aber was heute entsteht, ist eine totale Ernährungsbewusstsein. Menschen haben einen völlig unterschiedlichen Zugang zur Ernährung. Sie versuchen, ihre richtige Ernährung zu finden, die für sie passt. Das sind Flexitarier, Veganer, dies und jenes. Also es gibt ja unterschiedliche Formen. Und man versucht also das zu finden, was zu einem passt. Und was man bei den jungen Menschen feststellt, und das ist etwas, was mit ihnen eine unheimliche Korrelation hat, was man bei den jungen Menschen feststellt, ist, dass sie weniger kochen. Aber fast 80% der Menschen unter 28 Jahre, das wurde gerade unlängst erhoben, in Deutschland und in Österreich, fast 80% sagen, uns interessiert total der Anbau von Gemüse, der Anbau von Kräutern, und wir wollen das auch zu Hause machen und so weiter. Obwohl sie weniger kochen, interessieren sie sich dafür, wie das Zeug entsteht. Ja, was es bedeutet, wie das wächst und wie langsam das wächst und so weiter. Und das können Sie eben in diesen Wohnungen feststellen, wie die heute sind. Und dann bin ich sozusagen auf der Zielgerade, wie die heute sind und gestaltet sind, dass sie wesentlich individualistischer gestaltet werden, dass eben nicht mehr Räume, das sind die Wände sind, die sagen, die Räume gestalten, sondern die Möbel eine ganz andere Bedeutung gekriegt haben, wie sie im Raum stehen, welche Funktion sie haben. Der Sekretär, etwas, was schon vergessen wurde, ist wieder hineingekommen in die Wohnungen, weil niemand braucht einen Arbeitsraum zu Hause, aber alle brauchen irgendwo einen Platz, wo man mal einen Laptop abstellt. Und es geht letztlich darum, sozusagen über eine Form von Bedürfnisdesign abzubilden, was zu Hause los ist. Also die Sehnsucht ist eine sehr starke, an den individuellen Lebensphasen und Lebenskonzepten orientierte Umfeldentwicklung, so könnte man das sagen, die letztlich dazu führt, dass sie eine hohe Flexibilität brauchen, aber, und wo jetzt, und damit bin ich tatsächlich auf der Schlussgerade, wo jetzt etwas kommt, dass wir in den nächsten Jahren viel, viel mehr erleben werden, als wir das in den vergangenen Jahren gehabt haben, ist, dass ein Ort sozusagen dazukommt, ich habe das mal genannt Community Spots, also ein Ort, in dem Gemeinschaft neu sich entwickeln kann. Viele der modernen Wohnkonzepte zeigen das, indem sie eher auch immer Gemeinschaftsräume mitdenken, mitplanen. Das gibt es zum Teil auch in Österreich, zum Teil auch in Deutschland, stärker in den skandinavischen Ländern, aber kommen wird es immer mehr. Weil die Gemeinschaft sozusagen in einer Welt, die für das Individuum schlechter einzuschätzen ist, wo man sich ein bisschen schwerer tut zu verstehen, wie die Dinge zusammenhängen, wo alles so ein bisschen fluider ist und man halt nicht ganz genau weiß, ob morgen alles so ist, da ist es die Gemeinschaft, die wesentlich ist und die sozusagen zum zentralen Element einer,
einer Zukunft des Wohnens und des Lebens wird. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als sich gemeinsam darüber Gedanken zu machen, wie das Umfeld des Wohnens, des Hauses, des direkten Lebensumfelds ausschaut. Und der Garten spielt da ganz große Rolle. Ich bin überzeugt, sie werden ganz viele Menschen glücklich machen, indem sie ein bisschen Unbekümmertheit in ihr Leben bringen, indem sie sich mit etwas beschäftigen, das jenseits von E-Mails und anderen Dingen ist. Dabei viel Erfolg. Dankeschön.